Es ist ja so, dass die Letzten immer die Hunde beißen. Bei uns ist es immer anders. Bei uns werden die Letzten immer belohnt, weil wir haben immer noch tolle Preise am Ende. Und wer die abstauben möchte, der bleibt am besten auch am Ende, so wie ihr das getan habt. Insofern wissen wir auch vorher nie so ganz, wer von denen, die preiswürdig gewesen wären, am Ende hier auch etwas mit nach Hause nehmen darf. Wir bedanken uns sehr, sehr stark dafür, dass ihr sehr, sehr aktiv gewesen seid, auch auf Twitter und Co. Wir haben es wieder auf verschiedenste Positionen in den Trending Topics geschafft. Ja? Und dazu haben einige Leute besonders stark beigetragen. Und wir schauen jetzt mal, wer von denen eigentlich noch hier heute Abend jetzt am Start ist. Als erstes möchten wir uns ganz gerne bedanken bei der Paula Lehmann, sorry, meine Namensverwandte sozusagen. Paula Lehmann, ja, komm doch einmal bitte nach vorne. Also, Paula, vielen Dank, dass du so aktiv warst heute auf Twitter. Was hat Paulas Beiträge ausgezeichnet? Matze hat es formuliert als super inhaltliche Schlaglichter aus den Sessions. Also vielen Dank, dass du die Inhalte hier auch in die Welt hinausgetragen hast. Ja? Die Videos dauern ja noch ein bisschen, aber wer dir heute gefolgt ist, der hatte die Möglichkeit, auch schon einiges an Inhalten mitzunehmen. Vielen Dank dir. Du hast jetzt die Möglichkeit, hier aus drei Arten von Preisen auszuwählen. Du kannst von Ursula einmal hier agiles Projektmanagement im Berufsalltag dir auswählen. Alternativ einen Google Home Mini. Oder du nimmst vom 12. bis 14.12. teil an einer PMI-ACP-Schulung und kannst sozusagen jetzt zwischen diesen drei Preisen auswählen. Der letzte Preis, das habt ihr vielleicht gemerkt, der ist jetzt etwas spontaner noch hinzugekommen, von Project Inline, spontan gesponsert. Also auch herzlichen Dank an der Stelle. Du hast die Qual der Wahl jetzt, was du wahrnehmen möchtest davon. Ich bin hier leider schon total verplant. Okay, dann viel Spaß damit. Danke dir. Das hat so ein bisschen was jetzt von Marktschreier hier, oder so irgendwie. Genau. Die nächste Auszeichnung freut uns auch sehr, weil Sabina Lammert hat ganz großartige Graphical Recordings sozusagen gemacht. Und ich hoffe sehr, sehr stark, dass sie noch da ist jetzt. Nein! Ja, also wir wollen echt gerne, er hat eine ganz, ganz tolle Visualisierung gemacht. Also wir möchten echt gerne die Möglichkeit wahrnehmen, uns da nochmal besonders zu bedanken. Da ist echt eine tolle Summary, ja. Die werden wir auf jeden Fall auf Twitter nochmal anpingen an der Stelle und schauen, ob wir das tatsächlich auch, diese Visuals, auch in die Nachbereitung mit aufnehmen können. Das war nämlich eine der häufigsten Fragen: Was passiert jetzt eigentlich im Nachgang? Es wird ja Videos geben, es gab die Vortragsslides. An die Speaker die Bitte, wenn ihr uns die Slides durchschickt und wir sie public machen dürfen, dann würden wir sie entsprechend auf der Konferenzagenda nochmal rückwirkend verlinken und zum anderen dort auch die Vortragsvideos mit aufnehmen. Und sofern wir da von Sabina das Einverständnis bekommen, Sabrina, sorry, werden wir entsprechend das gerne auch dann dort mit hinterlegen. Leider konnte sie ja nicht in allen Sessions dabei sein, aber das ist vielleicht was für nächstes Jahr, dann dafür zu sorgen. Dann Mr. Flamingo. Mr. Flamingo, ist der Roland noch da? Der holt gerade sein Auto, dann kommt er vielleicht danach vorbei. Okay, der hat auch sehr, sehr schöne inhaltliche Impressionen aus den Sessions gemacht, Bilder geteilt und Inhalte geteilt. Als nächstes geht ein Preis hier, der bleibt sozusagen in Wiesbaden, muss man eigentlich sagen. Der geht nämlich an die R&V. Und da war die Rebecca Klein, ja, von Berufswegen Kommunikatorin. Ja, natürlich hat ihre Stärken hier ausgespielt und darf bitte auch einmal nach vorne kommen und sich einen Preis aussuchen. Danke dir, Glückwunsch, genau. Such dir etwas aus. Okay, ja, viel Spaß damit auch. Genau, dann haben wir, ich weiß gar nicht genau, ob er letztes Jahr auch schon abgeräumt hat, aber der Michael Paulus. Jawohl, da ist er. Genau. Vielen Dank dir auch für deine Beiträge. Warst letztes Jahr auch schon dabei, oder? Ja. Ja, genau. Ich hätte Siehst du? keinen Preis gewonnen. Ach nicht? Ah ja, schade. Aber dieses Jahr, ja, umso besser. Okay, alles die Technikfreaks hier. Ja.
Die sind ja auf dem Weg nach Fun, anstatt hier nach den Brain Foods sozusagen. Ne? Aber man kann ja sich auch ein paar interessante Hörbücher dann vorlesen lassen. Ja. Genau, dann haben wir noch ein paar Leute, die sich auch ausgezeichnet haben. Und jetzt das Glück hatten, dass der eine oder andere nicht mehr da war. Die bitte ich jetzt mal auf einen Schlag nach vorne. Die waren auch die letzten Tage sehr aktiv. Das ist einmal der Till Moritz, der Daniel Reder, der Björn Hübner und der Daniel Dubbel. Einmal bitte nach vorne kommen. Zwei von den vier sind noch da. Danke euch. Dann geht ihr auch gerne einmal an den Tisch. Schaut nochmal. Bitte schlagt euch nicht. Keine Gewalt. Super, dann viel Spaß damit. Genau. Okay, und die anderen Preise, die klären wir dann noch mit den nicht dagewesenen Personen ab, wie wir es dann tatsächlich handhaben. So eine Konferenz macht ganz schön Action. Wenn ich hier mal so rüberschaue, dann sind hier vier Damen auf meiner Seite, die haben die letzten Wochen und Monate ziemlich Gas gegeben. Der Jo und ich können beispielhaft sagen, dass wir, glaube ich, noch nie so wenig in der Organisation involviert waren wie dieses Jahr und das, obwohl die Konferenz von Jahr zu Jahr immer größer gewesen ist. Und dafür möchten wir einen ganz, ganz großen Dank hier den Mädels aussprechen, die haben das dieses Jahr in der Konstellation das erste Mal übernommen. Laura ist auch als Externe sozusagen dabei. Ja. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr auf alle eure Unterstützung wieder zählen können. Ja, das hat uns sehr, sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank, dass ihr das so möglich gemacht habt. Ich glaube, so ganz ebbt die Arbeit noch nicht ab. Ich glaube, wir werden die nächste Woche noch ganz gut mit der Nachbereitung zu tun haben. Und ich sag mal so, ne? Tools for Agile Teams 2019 ist auch nicht mehr weit. 21. 22. November. Wir machen dann den Call for Papers auf, ne, und freuen uns dann auf viele, viele Einreichungen. Das war's eigentlich, ne? Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich bei euch und wünschen euch allen einen guten Heimweg. Haben ein bisschen früher Schluss gemacht als die letzten Jahre. Ja, wir haben auch gerne mal bis 18:30 gemacht. Das war dann deutlich anspruchsvoller. Aber warum wir früher aufgehört haben, ist auch, um euch die Möglichkeit zu geben, uns natürlich noch das Feedback-Board unten am Ausgang voll zu machen. Ja, alle schönen Häkchen setzen und Post-its füllen. Hinten nochmal als kleine Erinnerung, habt ihr auch die Möglichkeit, an dem Rechner da ein kleines Statement noch abzugeben, wenn ihr Lust habt. Das würde uns sehr, sehr freuen. Danke euch und wir hoffen echt, dass ihr nächstes Jahr wieder am Start seid. Dankeschön.